Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg und herzlich willkommen zur Digital Week. Mein Name ist Jörg Droste, ich bin der verantwortliche Redakteur des Ressorts Versicherung. Bevor wir ins Webinar einsteigen, nochmal ein kleiner organisatorischer Hinweis. Sie sehen oben rechts im Monitor einen kleinen rot-orangen Pfeil und zeigt er nach links, müssen Sie ihn kurz anklicken, dann öffnet sich für Sie ein Bedienpanel und dort haben Sie dann die Möglichkeit, Fragen einzugeben. Herr Krüger wird, wenn möglich, diese teilweise schon während des Vortrags beantworten und den Rest würden wir dann uns für das Ende aufheben. Nun würde ich gerne einsteigen. LinkedIn. Ist LinkedIn, warum ist LinkedIn zukünftig das bessere Facebook oder ist LinkedIn das bessere Facebook? Und wie können Sie es für Ihr Business nutzen? Also klar ist, LinkedIn gewinnt an Attraktivität im Vergleich zu Facebook und Xing. Es gibt Stimmen, die sehen LinkedIn sogar als das bessere Facebook, wie Herr Krüger. Besonders für Selbstständige und Unternehmen scheint der Kanal spannende Anreize und Ansätze zu bieten. Etwa beim Thema organisatorische Reichweite, die bei LinkedIn noch sehr hoch ist. Zudem scheinen die Interaktionsraten bei LinkedIn vergleichsweise gut zu sein. Gleiches gilt für die Diskussionskultur. Während das bei Facebook ja leider immer mal schnell hoch hergeht und auch mal ausartet, ist der Umgangston bei LinkedIn vergleichsweise sachlich. Michael Krüger zeigt Ihnen, wie Sie mit LinkedIn SEO für Ihr Profil bei LinkedIn erfolgreich durchstarten können, wie Sie mit der perfekten Suche bei LinkedIn exakt Ihre Zielgruppe definieren können, identifizieren können, warum das andauernde Ankontakten bei LinkedIn durchaus negativ sein kann, wie Sie es schaffen, dass LinkedIn Ihnen neue Leads sendet und wie Sie interessante, gleichgesinnte Menschen auf einer Messe, auf einem Workshop oder auf einer Offline-Veranstaltung elegant in LinkedIn-Kontakte verwandeln können. Zu unserem Referenten Michael W. Krüger ist Mitbegründer der Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler, UMGV. Bereits im Jahr 2010 hat er den Online-Markt als Chance für Versicherungsgesellschaften gesehen. Seitdem ist Michael Krüger Vorreiter in der Versicherungsbranche. Er hat mehr als 35 Jahre Erfahrung als Unternehmer und On- und Offline-Experte. Michael Krüger fördert Unternehmertum, teilt sein Wissen über Online-Marketing, den Umgang mit Menschen und führt damit Unternehmen zum Erfolg und zur Marktführerschaft. Und nun zu unserem heutigen Digital Week Webinar, warum LinkedIn zukünftig das bessere Facebook sein wird und wie Sie es für Ihr Business nutzen können. Ich übergebe an Herrn Krüger. Herr Krüger, Sie haben das Wort. Muss mich erstmal wieder freischalten hier. Ja, hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Danke für die freundlichen Worte. Ich muss zwei, drei Sachen direkt gleich schon mal revidieren. Also, wie Sie auf der Messe Menschen ankontaktieren können, ist nicht mehr möglich aktuell aufgrund der Zeit, die wir gerade, in der wir uns befinden. Ich schalte mich jetzt mal raus. Wir sehen uns zum Ende. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie Fragen. Auch während des Webinars gerne. Die Kollegen schauen immer mal rein und ich auch. Und dann werde ich auch zwischendurch mal das eine oder andere sofort beantworten, wenn es unter den Nägeln brennt. Jetzt mache ich auch meine Kamera aus. Das ist erstmal das Wichtigste und werde noch meinen Bildschirm übertragen. So. Jetzt müssten Sie eigentlich meinen Bildschirm sehen. Das hoffe ich jetzt einfach. Wenn jemand von dem Orga-Team jetzt den Bildschirm nicht sieht, dann mich noch mal kurz entsprechend kontaktieren. So, also wie Sie heute und morgen mit LinkedIn durchstarten werden. Und das ist das Kernthema. Vorab die Frage: Warum sollten Sie überhaupt mitmachen? Ja, das ist ja immer die entscheidende. Ich erlebe das ja überall, dass die Menschen, ob jetzt Vermittler oder auch egal welche Branche, immer den Hypes folgen. Ja, niemand hinterfragt tatsächlich mehrere Sachen. Und nur weil jetzt alle Online-Marketer nach Facebook rennen und sagen, Facebook ist die goldene Nuss, die es zu knacken gilt,
Vergessen Sie das einfach. Das können Sie machen. Ich bin auch auf Facebook erfolgreich tätig, keine Frage. Aber wenn Sie sich folgende Fragen beantworten, dann werden Sie sehr schnell dahinter kommen, dass Facebook eben dann für Sie nicht das Richtige ist. Vor allem, wenn Sie Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler als Kunden suchen, ja. Wenn das Ihre Zielgruppe ist, dann schaffen Sie das auch über vielerlei Möglichkeiten bei Facebook, aber nicht so elegant wie auf LinkedIn. Wenn Sie Ihre Marke, Ihr Branding aufbauen wollen, das können Sie auch woanders, auf YouTube können Sie das zum Beispiel auch machen. Aber LinkedIn sorgt schon dafür, dass Sie einfach chancenreich dort entsprechend unterwegs sein können. Sie hat für mich die beste erweiterte Suche aller Plattformen. Entschuldigung. Das war mal Xing, die hatte eigentlich auch eine sehr gute Suche. Aber mittlerweile hat LinkedIn Xing dort um Längen überholt und Facebook sowieso. Also wenn Sie etwas suchen, wir gucken uns das nachher live an, dann werden Sie begeistert sein, was dort möglich ist. Wenn Sie eine Zielgruppe im Auge haben, wie von mir aus jetzt wie ich, Unternehmer, die ihren Online-Business aufbauen wollen, dann können Sie sich Branchentrends und Berichte von LinkedIn zustellen lassen. Die bieten solche Abo-Modelle an, die kosten nichts. Das heißt, Sie können sich aus der Zielgruppe deren Themen zuspielen lassen und daraus dann entsprechend auch Ihre Strategie bauen. Sensationelles Werbenetzwerk steht Ihnen zur Verfügung. Und meine These ist, Voraussetzung ist immer, wenn Sie die oben genannten Zielgruppen haben, also mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, dann ist einfach diese Plattform LinkedIn auf einem Weg zu einem besseren Facebook. Es gibt viele Hacks oder Besonderheiten. Ich werde Ihnen heute ein, zwei, drei zeigen. Das würde den Rahmen hier sprengen. Und das alles in der Basisversion. Das heißt, Sie brauchen nicht zwingend die Bezahlvariante. Bei Xing müssen Sie ja, wenn Sie überhaupt was Vernünftiges da auf die Beine stellen müssen, müssen Sie schon 100 € ausgeben. Im Jahr ist jetzt auch nicht die Welt, ja, da müssen wir nicht drüber reden, aber letztendlich gibt es hier bei LinkedIn alles in der Basisversion. Kurz zu meiner Person, Herr Droste hat das ja schon sehr schön tituliert, mittlerweile bin ich über 36 Jahre Unternehmer, ich bin Baujahr 61, also ich werde nächstes Jahr, werde ich 60 Jahre alt, vielleicht ein Mindset-Tipp am Rande für Sie. Online-Marketing ist keine Frage des Alters, ja. Das ist eine Frage des Mindset. Sind Sie bereit dafür? Wollen Sie dort mitmachen? Wollen Sie erfolgreich das vielleicht zu Ihrem Offline-Thema aufbauen, wie ich das gemacht habe? Dann ist Ihr Alter uninteressant. Ich bin seit 2010 im Online-Markt und den Rest können Sie ja überfliegen. Kurz müssen wir jetzt nicht im Detail auf eingehen. Ich bin klassischer Versicherungsmakler. Mache jetzt in der Firma nicht mehr so wahnsinnig viel, weil ich sehr viel unterwegs bin, sehr viel Reden halte bei großen Online-Kongressen. Ich gehöre auch dieser sagenumwobenen One-ID-Mastermind-Gruppe an, wo unter anderem auch Hermann Scherer und Dirk Kräuter mit dabei sind. So sagenumwoben ist die gar nicht, aber ich habe mir das mal sagen lassen: Ja, Mensch, du bist dabei, toll. Mensch, wie kommt man denn da rein? Ja, muss man Geld für bezahlen, ist nicht umsonst. Hamburg 1, der TV-Sender, ist ein Kooperationspartner von mir. Wir machen verschiedene Coaching-Modelle zusammen mit dem Sender und da bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich bin seit 2018 an der Uni Merseburg als Dozent tätig. Das ist an sich für mich so sehr, sehr unwirklich, weil ich selber habe nie eine Uni von innen gesehen. Ja, ich habe nur mittlere Reife und unterrichte heute Bachelor- und Masterstudenten im Online, wie Online-Marketing und Marketing generell funktioniert, ist schon ein bisschen, wie gesagt, surreal für mich. Dann habe ich noch einen Bestseller geschrieben mit 92 anderen Kollegen. 2018 ist ein bisschen, sehen Sie hoffentlich ganz gut. Deswegen ist das eine runde Geschichte, wo ich unterwegs bin. Steigen wir in die Thematik ein. Worum geht es eigentlich? LinkedIn, wenn Sie Business Insider kennen, ist eine renommierte Online-Zeitschrift. Ich meine, die gibt es auch sogar als echte Zeitung mittlerweile. Sagt man LinkedIn, das Vertrauen in LinkedIn ist dreimal höher als in anderen sozialen Netzwerken. Warum das so ist, wird sich im Laufe dieses Webinars für Sie erschließen.
Auch die Zahl habe ich nochmal mitgebracht. Wir sind nicht bei Facebook, wo jetzt 2,4 oder 2,5 Milliarden Menschen weltweit dort unterwegs sind. Hier sind Unternehmer tätig, hier sind Selbstständige unterwegs. Das ist dann ein paar weniger und nicht Yeti und Pleti, sage ich jetzt immer gerne. Und Sie sehen, ich habe den Fall nochmal gemacht, dort geschrieben und angezeichnet. Im Dachraum bewegen sich ungefähr 15 Millionen Menschen bei LinkedIn. Auch den Chart habe ich nochmal aufbereitet. Nur jetzt den Unterschied sehen, der ist jetzt nicht relevant. Auch für mich jetzt nicht wirklich relevant, weil ich keine DAX-Konzerne als Kunden habe. Vermutlich Sie auch nicht. Wenn doch, Glückwunsch. Aber Sie sehen einfach die Mitarbeiter, die dort unterwegs sind. Entscheidungsträger. Das ist eine ganz andere Liga bei LinkedIn als bei Xing zum Beispiel. Wenn man jetzt mal zu Facebook, die würden hier wahrscheinlich gar nicht auftauchen, weil das ist ja das Schöne. Bei Facebook sind die auch alle, aber sie outen sich nicht als Geschäftsführer oder Prokurist oder Einkaufsleiter von XY-Konzern. Ja, das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Die Frage wurde mir Samstag erst gestellt auf dem Vortrag und deswegen habe ich sie direkt mit eingebaut. Warum sind eigentlich die Daten bei LinkedIn so gut? Das ist tatsächlich so, ne? Also wenn Sie sich die Profile angucken, natürlich nicht bei jedem. Aber bei vielen, also ich würde mal sagen, 60% der Leute haben Top-Profile gepflegt. Warum? Weil sie natürlich selber auf der Suche nach Klientel sind. Ist doch logisch. Und wenn ich selber Interesse habe, etwas zu reißen, dann pflege ich meinen Account. Ja, wenn ich manche Fanpages bei Facebook sehe oder auch Accounts bei Xing, ja, kommen wir gleich nochmal detailliert zu. Kommen wir zum LinkedIn SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Ist ein hochtrabender Begriff immer für mich. Bin kein großer Freund generell von Suchmaschinenoptimierung, weil ich immer Werbung schalte. Das ist für mich viel einfacher. Aber wir reden ja hier bei LinkedIn über eine Plattform und es geht darum, dass Sie gefunden werden. Das ist das Entscheidende, dass wenn Sie eine interessante Dienstleistung, interessantes Coaching, interessantes Produkt oder was weiß ich, was Sie machen, haben, dann müssen Sie dort gefunden werden. Und wenn Sie keiner findet, werden Sie auch wenig Geschäfte dort abwickeln. Wie sieht es denn allgemein aus? Wenn Sie mitmachen wollen, dann ist das die falsche Strategie, dass Sie nichts reden wollen. Sie wollen auch nichts sehen und hören möchten Sie auch nichts. Das ist ein Geben und Nehmen auf dieser Plattform. Und dafür ist die Plattform auch nicht gedacht. Dann bitte nach Facebook oder Instagram oder TikTok, wenn Sie Bock drauf haben, abwandern. Wir machen hier Business und wollen Geschäfte machen. Ich gehe nach LinkedIn, um Geschäfte zu generieren und nicht um Spaß zu haben. Wenn ich Geld verdiene, habe ich Spaß, klar, aber Sie wissen, was ich meine. Man hat nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Das ist tatsächlich so. Also wenn Leute auf ihr Profil kommen, wir gucken uns vielleicht die Profile ja ein bisschen näher an, dann wird es so sein, dass im Zweifel der erste Eindruck auch wenig nützt, wenn 1000 Eindrücke danach grauenhaft sind. Das ist genauso. Das heißt, nehmen Sie einfach mit, dass Menschen, wenn die auf ihr Profil kommen, dass sie etwas sehen wollen, was sie suchen. Und wenn ich zeige Ihnen gleich ein paar Profile, ich habe mal so einen kleinen Querschnitt gemacht. Die meisten sehen tatsächlich so aus. Und da können Sie die tollsten Posts loslassen. Sie werden dort nicht erfolgreich sein. Das ist einfach Fakt. Das hängt einfach auch mit dem Algorithmus von LinkedIn zusammen. Denn die Antwort vieler Interessenten ist denn nämlich eindeutig. Und warum kann ich Ihnen sagen? Weil die meisten Profile eben tatsächlich so aussehen. Ja. Ich habe jetzt mal verschiedene, ich sag mal, Branchen auch genommen: Unternehmensberater, Online-Marketing, Senior-Manager bei einer GmbH, Geschäftsführer. Also Sie sehen, so sehen die Profile aus. Und wenn Ihr Profil auch so aussieht, dann wird es schwierig. Ja, weil da steht meistens das, was derjenige macht, steht da oben drin. Das interessiert die Leute nicht. Kommen wir gleich nochmal näher zu. Und Sie sehen selbst das Bild unten rechts, das ist jemand, der den Bezahlbereich nutzt, hat so ein Profil. Also rausgeschmissenes Geld in meinen Augen. Dann kommen wir mal zu den Vermittlern. Da sieht es nicht besser aus. Wir kommen ja gleich zu den, ich sag mal, vier Hauptgründen, dass sie gefunden werden. Ja? Und Makler des Vertrauens hört sich gut an,
glaubt ihnen aber im Zweifel so niemand. Also wenn man mal klassisch die Versicherungsbranche jetzt als Beispiel nimmt, dann weiß man, der Ruf ist ja nicht der beste. Der wird auch jetzt durch die Zeit, die wir erleben, nicht viel besser werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Deswegen ist es keine Botschaft. Wir können das jetzt quer durch diese Reihen machen. Sie sehen einfach immer das gleiche Szenario. Gut, oben rechts, das lasse ich mir noch gefallen. Auch unten ist okay. Aber was ist das für ein Bild? Welche Aussagekraft hat das, wenn ich Ihr Bild auf dem Handy sehe? Ja, Sie müssen auch mal sehen, die meisten Menschen greifen mobile zu. Und wenn Sie dann so ein Bild sehen, dann sehen Sie nichts anderes im ersten Schritt, nur dieses Bild unten. Entweder kennen Sie den Vermittler, dann ist das ja okay, dann kann man das alles machen, aber Sie wollen ja neue Kontakte gewinnen und dann können Sie so nicht arbeiten. Hier nochmal ein Beispiel auch, jemand oben links, der bezahlt und ich weiß nicht, was Ihnen der Header dort oben sagt. Wenn Sie das wissen, schreiben Sie es in den Chat, würde mich freuen, weil ich weiß die Botschaft nicht zu deuten. Ne, sieht nett aus, aber was soll das? Und unten rechts, der Kollege, den kenne ich, deswegen habe ich ihn auch, darf ich auch sein Bild hier zeigen. Ja, das ist ein Freizeitbild. Wir machen Business, Leute. Und wenn Sie Business machen wollen, dann müssen Sie da nicht in Schlips und Kragen jetzt auftauchen, aber mit einem Businessbild. Das sieht ein bisschen anders aus. Gut, warum ist das einfach so? Weil wir über eine Positionierung reden. Und LinkedIn möchte, dass Sie sich positionieren. Und wenn Sie sich richtig positionieren, dann haben Sie auch eine Chance, Interessenten und Kunden dort zu gewinnen. Das ist dann nicht mehr Ihr Kernproblem. Natürlich müssen Sie noch was tun. Von alleine kommen die alle nicht geflogen und werden Ihnen auf Deutsch in den Mund gelegt. Nein, Sie müssen natürlich was tun. Aber es geht um eine klassische Positionierung. Und das sind vier Gründe, die für eine gute bis sehr gute Positionierung auf LinkedIn sprechen. Die gucken wir uns gleich alle noch ein bisschen im Detail an. Das ist der Header, das Profilbild, der Slogan und der sogenannte Elevator Pitch. Das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir gleich im Detail zu. Das ist mein Profil. Und wer einen Friseur sucht, oder jemand, der, was weiß ich, einen Manager von einer Firma sucht, der geht bei mir direkt wieder. Das ist eine klare Botschaft oben im Header. Die Leute sehen, was ich mache, wer ich bin. Und der Slogan, Profilbild ist professionell. Ich sage, wir müssen keinen Anzug haben, können aber vernünftiges Bild, dass ihr Gesicht gesehen wird. Und dann gucken Sie bitte nach vorne. Und nicht wie viele nach der Seite oder lassen sich um mein Baby ablichten. Freut mich für die, die alle Vater werden oder Mütter werden. Aber wir machen hier, ich kann es nicht oft genug sagen, die Leute sind hier, um Geschäfte zu machen. Es ist keine Spaßplattform. Da gibt es andere für. So, ein klarer Slogan habe ich nochmal mit dem roten Pfeil kenntlich gemacht, ja. Online-Marketing-Mentor für Unternehmer. Warum steht das da? Weil das Keywörter sind. In diesen Slogan müssen die Keywörter rein, für was sie stehen. Ich stehe für Online-Marketing. Ich bin ein Mentor, ich habe ein Mentorenprogramm, ich helfe Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler dazu, dass sie hier Fuß fassen. Und meine Zielgruppe sind Unternehmer. Damit ist alles gesagt und damit werde ich gefunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch den Elevator Pitch. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal live, wo der ist in der Regel. Das ist eine Kunst für sich, den zu bauen, aber das lernt jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, ne? Und ganz klar die Botschaft, das sieht man auch in den Suchmaschinen übrigens. Ich unterstütze Freiberufler, Selbstständige und mittelständische Unternehmen. Ganz klar meine Zielgruppe. Schon mal, das ist meine Zielgruppe. Ich möchte niemanden, der dort angestellt ist oder einen 9-to-5-Job ist, sondern ich möchte Unternehmer haben, die bereit sind, hey, im Internet erfolgreich Fuß zu fassen. Ich bin 36 Jahre Unternehmer und 10 Jahre im Online-Marketing. Und die Leute sollen sich nicht auf Zufallsergebnisse verlassen zu müssen, wie bei vielen da draußen, die Coachings anbieten, vor allem im Online-Markt. Da ist ja schwer was los. Da gibt es sehr viel Schmuh. Und deswegen, ich mache das jetzt schon lange. Ich mache es für Unternehmer. Also ganz klare Botschaft, ne? Deswegen, das ist Suchmaschinen optimiert. Damit werden Sie gefunden bei LinkedIn, wenn Menschen nach Ihnen suchen. Nur mal am Rande fällt, was mir gerade einfällt. Ich habe
aktuell ungefähr jeden Tag 5, 6, 7 Kontaktanfragen. Ich frage seit 2, 3 Jahren niemanden mehr an. Ganz selten mal, dass ich mal einen sehe und sage, okay, Mensch, du, mit dem muss ich mich verbinden. Aber das mache ich schon nicht mehr, weil die kommen alle zu mir. Warum? Genau deswegen. Das ist der Hintergrund. Schauen wir uns kurz näher an. Ich gehe mal kurz raus aus der Präsentation und dann gehen wir mal kurz. So, also das ist jetzt nochmal mein Live-Profil. Und wenn jetzt jemand hier oben sagt, okay, das gefällt ihm, dann geht er ja hier runter. Und Sie sehen, diesen Elevator-Pitch, der geht genau bis hierhin. Ich habe es ja wirklich bis auf einen Buchstaben, also das kann man auch trotzdem noch lesen. Der muss hier nicht auf den Stift gehen. Oder auf mehr, also den Stift habe ich ja nur, der muss nicht auf mehr Anzeigen gehen. Ganz klar. Ne? Der weiß, was ich tue. Und dann geht's weiter. Dann kann er sich von mir aus die ganzen Dinge hier angucken, wenn er Spaß daran hat. Ne? Ich zeige auch noch mal ein paar Coaching-Kunden von mir. Die haben es natürlich, die machen es natürlich auch so. Kollege von mir, der bei mir jetzt schon eine ganze Zeit lang im Coaching ist, ganz klar Cyber, auf Cyberdeckung spezialisiert. Klare Botschaft oben im Header und mit einem klaren Call to Action schon, sprechen Sie mich an. Auch eine gute Strategie, wenn Sie ein E-Book haben oder Sie haben ein White Paper oder haben irgendetwas, das Sie anbieten können, dann schreiben Sie es oben rein. Wir machen Marketing hier und auch hier nochmal ganz klar der Slogan, ein Klick kann alles verändern. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen. Slogan, Elevator Pitch. Dann zeige ich noch einen zweiten. Dann machen wir auch mit der Präsentation dann weiter. Auch ein Kollege, der bei mir im Programm läuft, auch ganz klar hier oben, Keyword. Der Mann macht Risikolebensversicherung, verkauft er. Ganz klares Keyword. Das ist oben im Slogan drin. Und ein guter Slogan, da haben wir lange dran gefeilt, Risikolebensversicherung, Komma, der Verantwortung wegen. Ja, da geht es nicht, hey, ruf mich an. Und ich verkaufe dir eine Risikoleben. Ich bin der beste Berater und ich bin der Tollste. Ne? Auch hier sieht man ganz klar den Elevator-Pitch bei Ihnen, bei ihm. Mein Job ist es, alle Risikolebensversicherer in- und auswendig zu kennen, um Ihnen den Durchblick zu erleichtern. Allein dadurch finde ich den passenden Schutz für bla 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 bla. Ganz klare Positionierung. Und wer danach sucht, der sagt, okay, dann lass mal knacken und zeig mal, was du kannst, wenn du so toll bist. Ne? Wenn du das alles kannst, was da steht. Und das kann er halt, weil er macht das ja schon sehr, sehr lange. Ne? Also wichtige Botschaft für Sie, dass Sie diese Sachen einfach mitnehmen, um das suchmaschinenoptimierte Gebilde bei LinkedIn einfach zu fördern. Gut, machen wir weiter. Wie geht's, wie ist die perfekte Suche nach der zukünftigen Interessenten Ihrer Zielgruppe? Also, wir reden über Interessenten, ja. Manche Kollegen reden ja immer von Käufern. Das ist Quatsch, weil Sie müssen die erstmal interessieren für Ihr Business und dann können Sie umwandeln in Käufer. Und das ist für mich als der so lange macht klar. Ich kann Ihnen auch nie versprechen, dass Sie Käufer gewinnen. Da hängt natürlich auch noch Ihre Expertise dran. Ich kann Ihnen jede Menge Interessenten liefern. Aber verkaufen müssen selber. Ne? Also das mache ich dann nicht mehr für Sie, weil dann kann ich selber machen. Ne? Auch wenn Sie nicht in meiner Zielgruppe jetzt wären oder in meiner Branche wären. Schauen wir uns auch noch mal an. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau. Wir schauen uns an, wie Sie exakt die Person in einem Unternehmen finden, die Sie suchen. Wir schauen uns auch mal die erweiterte Suche an. Und wir spionieren mal Ihre Konkurrenten aus. Sind drei ganz coole Geschichten. Gehen wir wieder rein ins Netz bei mir, zeige ich Ihnen natürlich live. So, okay, das ist jetzt einmal soweit. Also das erste ist, Sie möchten Personen finden in einem Unternehmen. Nehmen wir mal an, Sie würden sich für Geschäftsführer von der Allianz in Köln interessieren. Wie macht man das? Also, Sie können auch Edeka nehmen, Sie können auch Metro nehmen, die sind ja alle drin. Ich nehme mal die Allianz einfach. Und dann kommt auch schon hier in der Suche die Allianz.
Und da müsste jetzt eigentlich die Seite der Allianz, die Unternehmensseite der Allianz auftauchen. Da ist sie auch schon. Und hier sehen Sie schon mal, da rennen 130.000 Beschäftigte auf LinkedIn rum. Nur von der Allianz. Nur von der Allianz, ja. Da gehen Sie dann drauf. Und dann werden Ihnen 132.000 Mitarbeiter angezeigt. Da können Sie jetzt scrollen, bis Sie, sage ich mal immer, bis Sie schwarz werden. Die suchen Sie aber ja gar nicht. So, jetzt ist die Frage, wie macht man das? Also wenn Sie jetzt sagen, pass auf, ich möchte, und das ist auch noch mal eine Kunst, da gehen wir heute nicht im Detail drauf ein, weil es sehr, sehr umfangreich ist. Das ist die sogenannte booleische Suche. Das kommt eigentlich klassisch aus Google. Vor allem, wer Anzeigen dort schaltet, weiß das, dass man Keywörter in Anführungsstriche schreiben kann, man kann die in Klammern schreiben, man kann die aber auch, ich sag mal, mit und oder nicht verbinden. Also Beispiel jetzt, wenn Sie sagen, ich suche Metallunternehmer, wo ich jetzt unterwegs bin, und Geschäftsführer. Also die müssen Geschäftsführer in einem Unternehmen sein. Dann geben Sie oben ein in diese Suche eben das, was ich gerade gesagt habe, und geben das große End auf Englisch ein, ja, nicht auf Deutsch, auch oder dann or, OR, oder wenn Sie etwas ausschließen wollen, geben Sie einfach not ein, aber schreiben Sie es groß. Nur mal eine kleine Einführung in diese Suche, weil das würde einfach ist zu umfangreich jetzt hier sein. Wir mal einfach Geschäftsführer suchen Sie. Jetzt innerhalb der Allianz. Und dann bleiben bei der Allianz dann noch insgesamt 425 übrig. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, okay, also ich möchte jetzt eigentlich nur Köln suchen, dann geben Sie einfach Köln ein. Region Köln oder Köln direkt, je nachdem, wie Sie arbeiten wollen, wen Sie ansprechen wollen. Dann sagen Sie anwenden. Und dann bleiben noch 10 Geschäftsführer übrig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So können Sie sich ein Bild von einer Zielgruppe machen. Wenn Sie sagen, das ist jetzt ja nur ein fiktives Beispiel. Wenn Sie irgendetwas suchen, gehen Sie genau so vor, wenn Sie ein Unternehmen kennen, wo Sie sagen, das ist groß genug. Ich sage ja, Edeka, Metro, Rewe, was gibt es noch alles? Gibt es sicherlich ganz viele Unternehmen in Ihrer Zielgruppe, die Sie suchen. Dann gehen Sie genau so vor. Dann haben Sie ein Bild und rein theoretisch könnten Sie jetzt Folgendes machen. Da kommen wir später nochmal zu, dass Sie das bitte nicht machen. Sie könnten jetzt rein theoretisch hier auf Vernetzen gehen. Das können Sie machen. Dann kriegt er eine Anfrage und dann sagt er ja oder nein. Aber er kann noch mehr als nein sagen. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Deswegen vorsichtig mit dem Vernetzen. Ich zeige Ihnen nachher einen anderen Weg, der ist schlauer. Ist ein bisschen umständlicher, weil in der Basisversion haben Sie keine Möglichkeit, den anzuschreiben. Ja, wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich möchte dem Herrn Trödel eine Nachricht schreiben, dann kommt sofort die Nachricht, Sie brauchen Premium-Account. Sage ich Ihnen aber gleich nochmal was näher zu, weil da kommen wir dann Richtung Ende nochmal zu, was Sie da machen können und warum das so ist. Ja, also so wäre die Suche nach den Geschäftsführern. Sie können somit alles suchen. Es ist eigentlich egal. Kommen wir zur erweiterten Suche. Ich gehe jetzt nochmal zu meinem Hauptaccount. Und die erweiterte Suche findet eigentlich hier oben statt. Hier sehen Sie zum Beispiel ganz klassisch, was ich eben gesagt habe. Wenn Sie in Ihrer Zielgruppe Newsletter oder Infos abonnieren wollen, dann können Sie das hier machen. Gehen Sie hier drauf. Und suchen sich die Infos aus Ihrer Zielgruppe, nicht das, was Sie machen, weil das wissen Sie ja. Können Sie auch abonnieren, aber macht ja für mich wenig Sinn. Ich will ja wissen, was treibt meine Zielgruppe an, die ich als Kunden gewinnen will. Machen wir mal oben zu wieder hier. Die erweiterte Suche, da klicken Sie einfach nur hier oben rein. Dann öffnet sich dieses Bild. Und diese Reize haben, die nutzt eigentlich fast niemand, weil die meisten eigentlich gar nicht wissen, was das bedeutet. Aber das ist die erweiterte Suche. Sie können hier alles suchen bei LinkedIn, denn LinkedIn ist eine Suchmaschine. Ja, das ist wie YouTube und wie Google.
Xing nicht, Facebook ist auch keine Suchmaschine, aber LinkedIn ist eine Suchmaschine. Und deswegen ist ihr Profil so wichtig, was wir gerade am Anfang gemacht haben, dass sie das wirklich verstehen, dass das das Kernthema ist für sie, um überhaupt hier gefunden zu werden. Also, wenn ich jetzt einfach mal auf Personen gehe, dann zeigt er mir jetzt hier einen Haufen an, hoffentlich. Genau, 3,2 Millionen zeigt er mir an. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt mal direkt die Frau Lehnertz, dann gehe ich auf alle Filter und sage einfach Tanja Lehnertz. Da müsste eigentlich kommen, da ist sie schon. Und dann zeigt mir LinkedIn, so Gott will, jetzt könnte ich hier noch weitere Dinge eingeben. Ich könnte mir jetzt ihre Kontakte ersten Grades angucken, zweiten Grades angucken. Also Kontakte, also Nicht-Kontakte von ihr und deren Kontakte macht für mich wenig Sinn. Ich kann hier noch mal nach Sprache unterscheiden. Ich könnte mir auch noch mal die Hochschulen ansehen, die Branche hinzufügen. Sie sehen es ja selber, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Sie können aber auch hier Serviceleistung und so weiter. Sie können natürlich dann, wenn Sie noch mehr suchen, aber das ist dann wirklich nicht mehr viel, was da kommt. Sie können natürlich auch den Sales Navigator kaufen. Der liegt ungefähr jetzt bei, glaube ich, 1000 Euro im Jahr. Roundabout, plus minus ein paar Euro. Weiß ich nicht genau, weil ich mich damit eigentlich nicht groß auseinandersetze. So, wenn ich aber jetzt sage Tanja Lehnert und sage anwenden, dann zeigt er mir ihre Kontakte an. Und ich kann mir jetzt angucken, mit wem ist die befreundet? Was hat die für eine Strategie? Sie ist jetzt sie ist ja, glaube ich, angestellt. Das ist jetzt, aber wenn es ein Unternehmer ist, schauen Sie, wenn Sie jetzt jemanden ausspionieren wollen, Sie haben Konkurrenten, dann machen Sie es genauso. Dann gehen Sie da rein über die erweiterte Suche, geben den ein und gucken sich den seine Kontakte an. Was macht er? Mit wem ist er verbunden? Und Sie werden, das mache ich ja seit Jahren so, Sie werden ganz klar und deutlich auch für sich Leute finden, wo Sie sagen, oh, hey, hier, der Jörg Bachmann, Geschäftsführer, Mensch, geil, mit dem muss ich auch unbedingt Kontakt aufnehmen. Ja, der ist auch was für mich. Ja, ist zum Beispiel für mich, für Veranstalter, wo ich als Keynote-Speaker, da suche ich mir immer die Leute hier raus, die ich dann anschreibe. Ja, ich hole die Informationen hier aus diesem Suchnetzwerk. Also, hier oben haben Sie natürlich noch mehr Möglichkeiten über diese Filter. Ich lösche den jetzt einfach mal wieder. Also, das ist die erweiterte Suche. Wir gucken uns jetzt einfach noch mal an, wenn Sie jetzt, nehmen wir ruhig die Frau Lehnertz noch mal, wenn Sie jemanden ausspionieren wollen. Was macht der gerade aktuell? Jetzt weiß ich nicht, wie aktiv sie ist. Das kann jemand ausstellen, aber die meisten machen es eben nicht wie Sie. Und man kann sich hier auf der rechten Seite bei den Leuten die letzten persönlichen Kontakte, die sie sich angesehen hat, anschauen. Ja, man kann jetzt sagen, okay, und dann daraus kann man auch Schlüsse ziehen und sagen, okay, mit wem arbeitet die denn zusammen? Das mache ich andauernd, um mir ein Bild zu machen, mit wem bin ich noch nicht verbunden, wen schreibe ich an? Ich kontaktiere den gar nicht hier drüber, sondern ich habe eine ganz andere Strategie. Ich suche mir die Leute dann außerhalb von LinkedIn und verbinde mich anschließend mit ihnen. Okay, gut, ich hoffe, das ist soweit klar, diese Möglichkeiten. Gehen wir zurück in die Präsi. Ab aktueller Folie, genau da, das waren wir gerade. Also, wir haben uns das angesehen, wir haben uns das angesehen, wir haben uns jetzt auch nochmal diese Geschichte angesehen, wenn denn. So, jetzt sind wir, kommen wir zu LinkedIn Hacks. Ja, Hacks sind, wer es nicht weiß, sind Tipps und Tricks. Und die gucken uns jetzt auch nochmal live an. Ja? Also, einmal ganz wichtig, nutzen Sie Ihre URL. Sie haben eine eigene URL bei LinkedIn. Lassen Sie sich empfehlen, ist ein unglaublicher Booster und erstellen Sie Umfragen, wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Zielgruppe tickt. Auch das gucken wir uns noch mal live an. Gehen wir wieder rein. So. Also.
Gehen wir mal ins Hauptmenü wieder rein. Und Sie wissen ja, Sie kommen hier rüber in Ihr Profil. Sie können aber auch hier rüber gehen. Gehen wir einfach jetzt hier rüber. Und dann sehen Sie im Grunde hier oben rechts. Das kann ich mal wegmachen. Na, geht jetzt nicht, aber ist egal. Sie sehen es ja. Öffentliches Profil und URL bearbeiten. Klicken Sie einfach mal drauf, öffnet sich ein zweites Fenster und dann sehen Sie hier oben, das ist seit Wochen ist das hier oben abgeschnitten bei denen. Ich kann das auch leider nicht ändern, aber hier steht einfach nur persönliche URL bearbeiten, ja. Und hier können Sie die anpassen über diesen Stift. Ich habe das jetzt als, mein Spitzname ist Mike Krüger-Rating, das war ist aus den Anfängen. Dummerweise habe ich mein ganzes Marketingmaterial damit bestückt und habe mich bisher immer geweigert, es zu ändern. Werde ich aber tun. Das können Sie von mir aus jede Woche ändern. Ja, es dauert dann immer so 48 Stunden. Dann haben Sie, hier können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Ja, nehmen Sie Ihren Namen, nehmen Sie Ihr Produkt, nehmen Sie Ihr Unternehmensnamen, was Sie wollen. Ja, und dann haben Sie eine eigene URL. Was Sie damit machen können, ja, zeige ich Ihnen gleich. Gehen wir zurück ins Menü. Hier unten haben Sie die Möglichkeit, sich empfehlen zu lassen. Ja, durch die Verbindung ist jetzt ein bisschen, hängt das mal ab und zu. Das sind die alten Sachen. Sie sehen diese Kenntnisse, die bestätigt werden. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht, aber da haben eben 75 Leute gesagt, hey, der Krüger hat Ahnung, der hat Ahnung von Marketing, der hat auch Ahnung von Social Media. Aber viel mehr ist dieser Booster von in diesem Empfehlungsbereich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe 5. Sie müssen hier keine 100 haben. Ich habe einen Kollegen, Sebastian Heidhoff, der hat da, glaube ich, 110 mittlerweile. Auch okay. Da werden bei mir auch mal irgendwann 20, 30, 50 stehen. Aber das sind wichtige Leute, die mich hier empfehlen. Ja, die haben selber große Netzwerke und wenn die jemanden empfehlen, dann sehen das die anderen auch und sagen, hey, den Krüger empfehle ich. Und dann auch wirklich mit entsprechenden Möglichkeiten, was die schreiben können. Wie macht man das? Man geht einfach um eine Empfehlung bitten. Jetzt kann man auch nochmal überarbeiten, wenn Sie das wollen. Das war aber jetzt nicht das, was ich wollte. Ach, hier, okay, das war jetzt so die. Ne? So, wen möchten Sie? Also, wir nehmen nochmal die Frau Lena, weil es eine gute Freundin von mir ist. Die darf ich hier missbrauchen. So, jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Sie müssen eine Beziehung wählen, ja? Sie können jetzt nicht sagen, oh, ja, die kenne ich irgendwo von was weiß ich. Ne? Also, Sie müssen hier irgendwas nehmen. War mein Kunde, also sie war mein Kunde von mir, das könnte ich nehmen. Also sie war ein Kunde von mir, ich war kein Kunde von ihr. So, das müssen Sie machen. So, und dann können Sie entsprechend die Empfehlung aussprechen. Und ich sage Ihnen, wenn Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten, die werden Ihnen die Empfehlung schreiben. Und das ist eben ein wahnsinniger Boost. Erstellen Sie eine Umfrage. Das zeige ich Ihnen jetzt einfach nochmal in der Präsentation, weil das würde jetzt einfach auch zu weit führen. So, da sind wir nochmal an den. So, URL haben wir uns angeguckt, sich empfehlen lassen auch. Und jetzt kommt nochmal das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nochmal in kurzen Sequenzen. Das auch nochmal. So, jetzt kommen wir zur Umfrage. Wenn Sie, ganz ehrlich, wenn Sie nicht wissen, wie Ihre Zielgruppe tickt oder Sie haben ein neues Produkt oder Sie haben irgendetwas, wo Sie mal Ihre Zielgruppe fragen müssen, dann machen Sie das doch. Ich sehe das leider nirgendwo. Sie können, ob Sie jetzt eine Werbeanzeige schalten oder jetzt einfach nur einen Post loslassen, ganz normal. Wenn Sie jetzt eine kleine Community haben, Sie haben vielleicht jetzt nicht wie ich knapp 4000 oder 3.500 Kontakte. Sie haben vielleicht nur 500 oder 600 oder 1.000, aber sehr, sehr smart zusammengestellt. Und Sie haben etwas, was Sie wissen möchten, dann machen Sie das. Dann stellen Sie eine Umfrage. Das sieht dann so aus. Sie können eine Frage stellen und Sie haben dann hier bis zu 4 Optionen, also Antwortmöglichkeiten. Sie können das eine Woche machen, 2 Wochen und so, ach nur einen Tag. Ja. Aber wenn Sie das wissen, und haben, wie gesagt, eine smarte Zielgruppe. Ich mache das, wenn dann ich schalte dann Werbung,
in dieser Zielgruppe. Aber wenn Sie eine klare Abgrenzung haben bei Ihren Kontakten, dann machen Sie das, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das einfach mitnehmen. Fragen Sie Ihre Zielgruppe, was die von der XY-Geschichte halten. Ist ein super Tool. Der Vorteil bei LinkedIn im Gegensatz zu Facebook ist, dass hier die organische Reichweite einfach noch funktioniert. Ja, Facebook ist ganz klar. Also Fanpages, also Unternehmensseiten bei Facebook, die 1000 Leute haben, die machen ein Posting, die erreichen vielleicht noch, wenn sie Glück haben, 250 davon, vielleicht 300, aber das war es dann auch schon. Früher haben sie fast alle erreicht vor ein paar Jahren. So. Warum macht das Facebook? Sie sollen Werbung schalten und Geld ausgeben. Ja, das ist eine klare Strategie. Bei LinkedIn sind wir noch nicht so weit. Es wird auch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber noch geht es einfach von der organischen Reichweite. Und dann können Sie das auch als Post reinstellen. Und dann warten Sie einfach mal 2 Wochen. Und wenn Sie dann, was weiß ich, 10, 15, 20 Antworten aus Ihrer Zielgruppe haben, Sie können ja auch rein theoretisch oben reinschreiben, an alle Versicherungsmakler, an alle Ausschließlichkeitsagenten, ja. Einer, der diese Werbung oder diesen Post dann sieht und ist kein Ausschließlichkeitsagent, der klickt da gar nicht erst drauf. Also so können Sie es natürlich auch machen. Dann fragen Sie sich doch einfach, wo ist das Problem? Ja. Und je mehr Infos Sie von Ihrer Zielgruppe haben, was für Probleme haben die? Wo können Sie helfen? Dann können Sie Produkte gestalten, Dienstleistungen gestalten, Coachings gestalten. Ich mache das seit Jahren so. Ja. Ich weiß, welche Problematiken, die Leute haben, die ich als Kunden gewinnen will, was das Online-Marketing angeht. Okay, gut. Noch ein paar unbekannte Hacks noch zum Schluss. Erstellen Sie Backlinks. Ja, auch das ist immer so, wenn ich Leute frage und sage, hey du, poste doch einfach mal in dein als Post nicht deine eigenen Sachen und immer deine Landingpage oder deine Webseite, sondern nimm doch einfach mal von jemand anderem. Ja, wenn Sie jetzt keine Ahnung, ich sag mal ein Beispiel, Versicherungsmakler haben ja ProContra die Plattform, die haben die AS Kompakt Plattform, die haben die Versicherungsbörse, da kommen ja jeden Tag jede Menge Artikel. Ihr nehmen Sie einfach, wenn Sie jetzt gerade Berufsunfähigkeit bespielen oder irgendwas anderes, dann nehmen Sie einfach von Artikel von denen. Das ist ein Backlink, ja, das findet LinkedIn geil. Ganz ehrlich. Die meisten sagen immer, ja, aber dann kommt der nicht auf meine Seite. Nein, der kommt dann auf die Seite von AS Kompakt oder von ProContra. Aber im Zweifel, wenn Sie etwas anbieten dafür, können die bei denen nichts machen. Die gucken sich einen Artikel an und sagen, okay, wer hat den denn geschickt? Die kommen zu Ihnen zurück. Ja, und dann werden sie vielleicht Sie kontaktieren, wenn Sie Glück haben und sagen, hey du, das interessiert mich, das Thema XY. Lass uns doch mal hier austauschen über LinkedIn. Das war das, was ich Ihnen eben gesagt habe, wo wir uns die Möglichkeiten angeguckt haben, die Geschäftsführung von der Allianz ausselektieren. Sie könnten rein theoretisch dann auf Vernetzen drücken. Folgendes Problem existiert bei LinkedIn. Also, wenn Sie eine Anfrage bekommen, denk mal, die Teilnehmer haben das, werden das wissen, dann können Sie ja annehmen oder ignorieren. Wenn Sie auf Ignorieren gehen, dann öffnet sich oben nochmal ein kleines Fenster. Da steht drin, ich kenne den Herrn Krüger nicht. Und es gibt eben Leute, die ihre Community ganz schmal halten wollen. Die wollen von mir nichts, die wollen mich nicht als Kontakt. Die drücken dann da oben drauf und sagen, hör mal, ich kenne den Kerl überhaupt nicht. Was will der von mir? Das ist Spam für LinkedIn und ich weiß es nur aus, ich habe es noch nie, weil ich das nicht mache so. Ich mache es immer anders, kommen wir gleich nochmal zu. Ganz klar, machen Sie es nicht. Denn wenn Sie fünfmal, ich weiß nur auch von Kollegen aus Amerika, in Deutschland kenne ich keinen, der das bisher hatte, die machen auch alle diese vernetzen, vernetzen, vernetzen. Das können Sie auf Facebook machen, aber nicht auf LinkedIn. Und wenn Sie fünfmal eben, ich kenne das, den Krüger nicht haben, dann wird Ihr Konto mal eben 4 Wochen gesperrt. Ist unschön, muss nicht sein. Also denken Sie dran, vernetzen, vernetzen ist keine Option. Sie können Folgendes machen. Sie können ja 20 Nicht-Kontakte anschreiben, aber nur im Sales Navigator. Dafür müssen Sie 1000 Euro hinlegen. 20 Nicht-Kontakte pro Monat. Ja, nicht pro Tag, pro Monat. Ne? Und im Basic-Bereich, wo ich jetzt bin, können Sie gar keinen anschreiben. Wir haben es ja eben, habe ich Ihnen ja gezeigt. Ich wollte eine Mail schreiben. Nein, bitte kaufen Sie unser Sales Navigator Programm.
Brauche ich nicht. Ich mache es anders. Will ich Ihnen nicht zeigen, würde zu lange dauern, nur dass Sie es mal gehört haben. Ich suche den Kontakt auf Xing oder auf Facebook auch, zur Not. Und schreibe demjenigen, hey, du, ich habe dein Profil auf LinkedIn gesehen. Ich würde mich gerne mit dir austauschen oder was sie auch immer, ne? Oder ich finde dich toll oder irgendwas, damit sie mit ihm ins Gespräch kommen. Muss ich, glaube ich, den Teilnehmern nicht im Einzelnen jetzt erklären. Ja, so. Und dann nutzen Sie den Link Ihres Profils. Deswegen habe ich Ihnen das gezeigt. Den Link, den ich Ihnen eben gezeigt habe. Diese URL, diese eigene. Und sagen, du, lass uns doch auf LinkedIn vernetzen, wenn du Lust hast. Ich bin da eigentlich überwiegend auf LinkedIn. Ich habe gesehen, du bist auch da. Dann packen Sie die URL rein. Ich habe da aktuell allein über Xing eine Quote von ungefähr 53% meiner Anfragen werden bestätigt dann über LinkedIn. Und bei Xing können Sie 100 Nicht-Kontakte die Woche anschreiben. Und bei Facebook, soweit ich weiß, gibt es gar keine Grenze. Da können Sie, was weiß ich, so viel anschreiben, wie Sie wollen. So, also, ne? LinkedIn ist da sehr, sehr smart, was Spam angeht und diese ganze Thematik. Gemach und gehen Sie schlau vor, machen Sie es so, wie ich das gerade gesagt habe, gehen Sie den Umweg und nutzen Sie Ihre LinkedIn-URL dafür. Okay, jetzt habe ich noch was für Sie in der Tasche. Gehen Sie nicht weg, weil wir wollen ja gleich noch die Fragen beantworten, wenn es denn welche gibt. Ich habe noch ein brandfrisches Programm, das habe ich erst letzte Woche fertiggestellt. Und sieht es so aus, Sie werden gleich auch einen Link im Chat bekommen, zu diesem Programm. Da ist alles das, was ich Ihnen gesagt habe, ist da mit dabei. Und noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel, viel mehr Tricks, Besonderheiten. Das würde hier einfach den Rahmen sprengen, müssen wir 3 Stunden machen. Ne? Aber das biete ich Ihnen alles in meinem Kurs. Auch dann nochmal hier Unternehmensseite und Fokusseite. Es gibt ja bei Fanpages, gibt es ja bei Facebook und bei LinkedIn heißt es Unternehmensseite, aber es gibt auch noch Fokusseiten. Was ist der Unterschied? Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Sie sind Geschäftsführer von BMW in Düsseldorf. Dann haben Sie ein Profil wie ich oder Sie. Dann haben Sie ja das Unternehmen BMW. Das ist die Unternehmensseite. Und jetzt haben Sie aber noch, wie viele Modelle gibt es bei BMW? Ich kenne nicht alle. Ich kenne X3, X5 und von mir aus Mini Cooper gehört, glaube ich, auch dazu. Dann haben Sie noch 3 Fokusseiten. Momentan ist es bei LinkedIn einfach so, dass es ganz klar Profil, Unternehmensseite, Fokusseite. Aber die werden das dahin steuern auf Dauer, dass die Unternehmensseiten immer relevanter werden. Und da gehen wir halt drauf ein in diesem Kurs. Auch natürlich, wie Sie mit der booleschen Suche, was ich nur kurz angerissen habe, wie Sie da noch tiefer in die Zielgruppe reinkommen, die Sie suchen. Rundes Programm. Wichtig auch hier, wie positionieren Sie sich auf LinkedIn? Wie macht man so einen Elevator-Pitch? Wie funktioniert denn das eigentlich? Was ist denn wichtig? Ja, da ist die Branche wichtig, da ist Ihre einzigartige Dienstleistung wichtig, da ist Ihre Wirkung wichtig. Was erreichen Sie für die Kunden? Wir aus dem Online-Marketing, wir erzählen immer, wenn wir etwas verkaufen, was der Kunde am Ende des Tages erreicht. Ja? Gucken wir uns, das war ja nicht heute Thema, dann die Werbung an, Einführung in den Werbeanzeigenmanager natürlich, Ergebnisse, Strategien, Einblicke, Retargeting, super Modell bei LinkedIn, mache ich, will nicht sagen Vermögen, aber wir verdienen sehr viel Geld mit. Ich nehme Sie in 2 komplette Kampagnen mit, einmal eine E-Mail-Kampagne, einmal eine Videokampagne von A bis Z zum Nachbauen. Das ist wirklich ganz easy, wenn Sie wie ich 2 Bildschirme haben. Lassen Sie auf der einen Seite das Laufen, das Video, auf der anderen Seite bauen Sie einfach das 1:1 nach. Dann haben Sie das Gleiche wie ich und dann werden Sie Erfolg haben. Daten richtig tracken und messen ist ein ganz wichtig, macht eigentlich fast überhaupt niemand, außer die Leute, die wie ich so tief in der Materie drin sind. Ist aber mega wichtig. Das können Sie auch auf Ihrem Profil machen. Wenn Sie einen Post loslassen, können Sie die Daten tracken. Wer hat denn geklickt? Wer ist denn, wie oft wurde das Video angesehen? Und, und. Das ist wichtig für Ihr Marketing. Wenn Sie das nicht wissen, wie wollen Sie Entscheidungen treffen? Und natürlich noch einen Bonus habe ich reingepackt. Ich komme ja klassisch eigentlich aus der Verkaufspsychologie. Wie Sie Postings, Werbeanzeigen gestalten. Ganz, ganz wichtig. Wie tun Sie Ziele von Werbetexten definieren? Wie erstellt man überhaupt gute Werbetexte? Ich arbeite nur mit Motive, Volksweisheiten und Metaphern in meinen Werbeanzeigen und in meinen Postings. Wenn Sie von mir aus sehen, werden Sie das ganz schnell
Sie merken das gar nicht, weil das so im Unterbewusstsein in uns drin ist. Sehr, sehr wichtiges Thema, weil nur ein Post loslassen oder ein Bild reinschicken im Netz, das führt zu nichts. Ja, dann lassen Sie es lieber und investieren Ihre Lebenszeit vielleicht in was anderes. Aber wenn, dann machen Sie Marketing, ne? Weil wir machen hier Business auf dieser Plattform. Nur hier und heute für die Teilnehmer der Digital Week. Und jetzt kommt noch ein Bonus, das ist wie gesagt hier für Sie. Ich packe da nochmal ein 15 Minuten Strategie-Coaching-Gespräch mit meiner Person on top. Ja, der Kurs ist ja komplett da. In dem Strategie-Gespräch können Sie mit mir auch über andere Dinge reden. Ja, Sie müssen nicht zwingend über LinkedIn. Ist auch Open End, wenn Sie diesen Kurs bis Sonntag, 4.10. kaufen. Irgendwann später am Abend schalte ich das ab. Dann kann man den Kurs immer noch kaufen, aber dann nicht mehr für diesen Preis, weil der Normalpreis ist 299 netto. Und ich biete Ihnen die Hälfte an hier für die Digital Week-Woche, weil ich das cool finde und ich wichtig finde, dass Leute wie Sie dann einfach auch die Chance haben, so etwas hier mitzunehmen. Da ist der Link, der kommt aber jetzt nochmal in den Chat. Sie können auch mit dem Handy hier einen Scan schnell machen. Dann werden Sie entsprechend dann auch auf diesen Kurs kommen. So, wie gesagt, der Link ist im Chat, muss ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Letzte Botschaft von mir ist, wie gesagt, ich weiß, dass viele gerade in der heutigen Zeit, in dieser schwierigen Zeit, alle wollen in den Online-Markt, habe ich das Gefühl. Ich hatte so viele Anfragen in den letzten Monaten. Aber denken Sie mal dran, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man, nur weil man dran zieht, nur weil Sie jetzt irgendwas machen, machen Sie es mit Bedacht. Denken Sie genau darüber nach, Ihre Zielgruppe, denken Sie an die Themen, die wir heute hier besprochen haben, dann werden Sie Erfolg haben. Das lässt sich bei LinkedIn gar nicht. Und wenn Sie auch noch Werbeanzeigen schalten, gut, das war jetzt nicht Thema, das ist ja in dem Kurs mit dabei, dann haben Sie ja nochmal den richtigen Burner. Ja, da können Sie die Zielgruppe ganz, ganz klein runterselektieren. Genau Ihre Zielgruppe, auch in Ihrem Ort, von mir aus nur auf Ihrer Straße, wenn Sie Leute gewinnen wollen. Wenn Sie sagen, ich will nur meine Kunden auf meiner Straße hier als Kunden haben. Wenn Sie jetzt einen Laden hätten, ein Geschäft hätten, offline, ja, dann können Sie die Werbung hier schalten, bis auf die Straße runtergebrochen. Das ist sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, Step by Step, weil das Programm ist halt bei LinkedIn, bietet Ihnen wahnsinnig viel diese Plattform. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute und morgen. Mein Name ist Michael W. Krüger. Und wenn jetzt noch Fragen sind, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Es sind Fragen da, Herr Krüger. Sie haben, es sind insgesamt vier Fragen. Und ja, die erste geht Richtung Scannen des Profils. Da möchte Dr. Hartmut Recken wissen, ob man das denn unterdrücken kann, ausschalten kann. Klar, Sie können alles ausschalten. Also LinkedIn bietet Ihnen, das können wir gerade noch mal machen, da waren wir gerade drauf. Ich, wie gesagt, konnte aus Zeitgründen dann nicht, wenn Sie hier oben auf öffentliches Profil URL gehen. Ich hoffe, mein wird noch übertragen, die Seite ja, ne? Die Seite ist noch zu sehen, ja. Okay, wunderbar. Dann können Sie hier, wie gesagt, die URL hatte ich ja gesagt, und hier unten können Sie die Sichtbarkeit Ihres Profils einstellen. Ich habe natürlich öffentlich, weil ich volle Pulle hier auch Marketing mache auf dieser Plattform. Aber Sie können hier alles ausstellen oder einstellen. Ne? Sie können sagen, ich will das jetzt, meine aktuelle Berufserfahrung will, soll keiner sehen, dann drücken Sie einfach hier drauf, dann ist es ausgeschaltet. Ne? Können wir machen, sehen Sie, dann ist das weg. So, dann dauert es 48 Stunden maximal und dann erscheint das nicht mehr in der Suchmaschine. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja, dann kommt eine Frage von Hagen Müller, der fragt, ob man sich zweimal präsentieren sollte, einmal die Firma und sich persönlich. Ja, absolut. Das hatte ich ja gerade ganz kurz angerissen. Wir gehen da auch noch mal gerade rein. Wir sehen ja hier oben, Sie kommen, das ist ja mein Profil, und hier oben kommen Sie zu Ihren Seiten. Ich habe, wie gesagt, mehrere Unternehmensseiten und ich habe auch mehrere Fokusseiten. Und wenn wir mal auf die Unternehmensseite hier von meinem Online-Marketing, ich habe ja auch die zwei Versicherungsmaklerseite, also das Unternehmen ist auch hier drin. Und das hat hinterher etwas mit den Werbungsschalten zu tun, weil Sie können dann für jede Unternehmensseite einzeln die Werbung schalten. Also Sie schalten dann nicht mit Ihrem Namen. Ja, das ist jetzt meine Mentorenseite.
Und das ist, denke ich mal, damit beantwortet. Das Gute ist, das ist aber in dem Programm dann nochmal mit dabei, wenn Sie jetzt hier mehrere Follower haben, dann können Sie die einzeln sehen. Das heißt, die werden Ihnen angezeigt. Wer ist das? Den können Sie auch dann eine Nachricht schreiben. Followern und Kontakten können Sie immer Nachrichten schreiben, so viel Sie wollen. Das heißt, wenn jemand Ihnen folgt auf Ihrer Unternehmensseite, dann schreiben Sie ihn danach an, sagen, hey, schön, dass du mir folgst. Cool, wie kann ich dir helfen? Du interessierst dich für das und das, ne? Also ganz klar, wie man halt Geschäfte macht. Ja, jetzt eine Frage zum Optimierungspotenzial des Profils. Da fragt Herr Lukasiewicz, hat es einen Grund, dass bei Ihnen es da auch noch Optimierungspotenzial gibt? Bei mir, mit Ja. Sicherheit. Nicht mehr viel, glaube ich. Ich bin, glaube ich, bei Moment, da muss ich gerade mal gucken. Gut aufgepasst, der Kollege. Das sieht man nämlich hier. Nämlich anhand der. Na, mal da. Genau, es gibt nicht mehr viel. Für mich spielt mein beruflicher Werdegang überhaupt gar keine Rolle. Das ist für Leute, die jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Ausbildung dazu, das steht ja hier, was da noch fehlt, meine Ausbildung dazu packen würde, dass ich Versicherungskaufmann gelernt habe, kann ich machen, mache ich aber nicht. Das war für mich noch nie wichtig. Die meisten Leute juckt das auch nicht, weil wir sind ja eine Suchmaschine, die suchen etwas. Und klar, wenn Sie jetzt einen Job hier suchen, es gibt ja hier die ganz große Recruiter-Plattform bei LinkedIn, da müssen Sie aber dann auch in den Bezahlbereich rein. A, wenn Sie Jobs vergeben, B, wenn Sie Jobs suchen, dann müssen Sie es natürlich ausfüllen. Weil sonst haben sie gar keine Chance, da mitzuspielen. Aber für mich, was ich hier mache, ist es uninteressant. Also ich könnte jetzt ja noch Versicherungskaufmann reinschreiben, da steht jetzt ja Ausbildung hinzufügen und dann war es das. Und dann hätte ich 100%. Ist mir aber persönlich nicht wichtig. Aber wie gesagt, das muss dann jeder dann auch für sich selber entscheiden. Ja? Was will er hier ausfüllen? Die wichtigsten Punkte, um die Suchmaschine hier anzuwerfen, hatte ich Ihnen ja gezeigt. Header, Bild, Slogan. Elevator Pitch in der Infobox. Es gibt natürlich noch mehr, die ganzen Posts, die Sie hier einstellen. Wie macht man das? Was kann man machen? Wie gesagt, das würde den Rahmen hier einfach sprengen. Ich musste mich auf ein paar Sachen konzentrieren. Aber ich Ja. hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Herr Lukasiewicz, ich habe noch eine zweite Frage. Er wollte wissen, ob man den Kurs nur online erhält oder ob es auch Aufzeichnungen gibt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Das weiß ich, das kann ich von unserer Seite schon mal beifügen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, ob der Kurs dann auch online zu erhalten ist. Nochmal die Frage, ob der Kurs. Herr Lukasiewicz fragte, ob man den Kurs auch online, nur ob man den Kurs auch online erhält. Ja, online. Das ist ein digitaler Kurs. Ja, Sie kaufen den und dann kriegen Sie Zugang zu meinem Member-Bereich, also Mitgliederbereich, und dann können Sie sich die Videos angucken, so oft Sie wollen. Sie haben lebenslangen Zugriff, bis ich vielleicht irgendwann vom Stuhl falle, dann vielleicht nicht mehr. Aber das dauert hoffentlich noch viele Jahre. Insofern, nee. Das ist ein ganz klassischer digitaler Kurs. Das sind zig Videos, Besonderheiten, PDFs, wo ich Ihnen dann Schritt für Schritt alles erkläre, wie Sie was machen, auch wie Sie so einen Header bauen. Ja, ich meine, das ist an sich relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht. Aber das ist auch Gegenstand in diesem Kurs, dass Sie einfach alles das so gestalten können, wie Sie das möchten. Müssen ja nicht so machen wie ich. Es gibt ja auch, haben ja, ich habe Ihnen ja die Beispiele gezeigt hier von den Kollegen, die bei mir im Coaching sind aktuell. Die schreiben da oben was anderes rein, weil sie eine ganz andere Positionierung haben. Ich habe diese und der Kollege mit der Risikoleben hat eine ganz andere Positionierung. Der Kollege mit der Cyberdeckung hat wieder eine ganz andere Positionierung. Die haben auch ganz andere Zielgruppen. Der mit der Risikoleben geht Richtung Ärzte hauptsächlich und der andere Kollege geht Richtung Unternehmen, die Cyberdeckung brauchen, ne? Also man spielt dann natürlich entsprechend sein Profil aus, wenn solche Leute auch diese Themen suchen. Oder man macht natürlich viele Videos, Postings etc., damit man einfach hier gesehen wird und auffällt. Gut, und dann noch eine Info an die Teilnehmer, die etwas später dazu gestoßen sind. Ja, es gibt eine Aufzeichnung von dem Webinar. Ja, weitere Fragen haben wir nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Krüger. Es war hochspannend und ich denke mal, es werden noch einige Fragen auf Sie zukommen hinterher im Nachklapp. Ja, sehr Ja, gerne, sehr steht zur gerne, steht zur Verfügung. Verfügung.
Sie finden Ja, mich vielen Dank. überall im Netz. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich auch dort anschreiben. Gar kein Problem. Herzlichen Dank. Alles Gute wünsche ich Alles Gute Ihnen. wünsche Bis ich Ihnen. bald, ne? Ebenfalls. Alles Gute Bis und draußen. einen schönen Freitag. Ihnen auch. Ihnen Danke. auch. Danke.